Seit vielen Jahren gelingt am Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig die Symbiose zwischen perfekter Studienvorbereitung und entspannter Lernatmosphäre. Denn nicht immer ist zielstrebiges Lernen mit gewaltigem Leistungsdruck verbunden. Das Wilhelm-Ostwald-Gymnasium vermittelt eine solide Grundausbildung in allen Fächern und führt zur allgemeinen Hochschulreife, im mathematisch-naturwissenschaftlichen Vertiefungsbereich auf einem besonders hohen Niveau. Vor allem in den MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Chemie, Biologie und Physik werden interessierten Nachwuchsforschern in ihren speziellen Interessen und Neigungen lehrplanübergreifende Themen angeboten. Voraussetzung für die intensive Beschäftigung mit naturwissenschaftlichen Phänomenen war die Umstellung des Stundenplans mit ursprünglich 45 Minuten Unterrichtsdauer auf 90 Minuten Blöcke. Die Anzahl der Unterrichtsstunden wird dadurch um die Hälfte reduziert, es fällt weniger Arbeit an und der Ranzen wird leichter. Auf diese Weise können Themen im Unterricht ausschweifender behandelt und zum Beispiel Experimente ohne Zeitdruck durchgeführt werden. In der Praxis bedeutet dies eine Aufteilung in A- und B-Woche mit unterschiedlichen Stundenplänen. Hierbei endet der Unterricht in der B-Woche täglich um 13 Uhr. Am restlichen Nachmittag können die Schüler aus über 50 Ganztagsangeboten wählen, ob Fußball spielen, Boomerangs bauen oder an Motoren werkeln, ob Schülerzeit und Kopfsalat, Volleyball oder Japanisch. Für jeden ist das Richtige dabei. Beim Boomerang haben wir 5., 6., 7. Klasse oder in der Kfz-Technik haben wir 9., 10., 11. Das wäre also früher nur schwer möglich gewesen, diese AGs so anzubieten, dass sie von mehreren genutzt werden können. Und das, denke ich, ist ein ganz großer Vorteil. Und wenn ich weiß, dass über 100% unserer Schüler am Ganztagsangebot beteiligt sind, dann bin ich also auch sehr zufrieden und auch ein bisschen stolz, dass wir das in so kurzer Zeit in diesem Umfang auf die Beine gebracht haben. Die praktische Ausrichtung der Schule zeigt sich auch im jährlichen fächerverbindenden Unterricht, wenn zum Beispiel musikbegeisterte Schüler mithilfe von professioneller Software an Laptops ihre eigenen Musikstücke produzieren. Ja, also wir schreiben selber einen Song und wir haben als Textvorlage ein Gedicht genommen und gestern haben wir also die Melodie sozusagen vertont und ja, jetzt heute müssen wir es dann alles zusammenschneiden und dann gucken, was rausgekommen ist. Ja, also sicherlich ist FAU eine besondere Form des Blockunterrichtes, in dem also eine Woche lang sozusagen eine Fächerkombination projektorientiert unterrichtet wird. Da gab es ja einmal diese Kombination, wo man unter dem Gesichtspunkt gesunde Ernährung McDonald's untersuchte und dann eine Strategie entwickeln sollte, wie man als neuer McDonald's erfolgreicher ist mit sozusagen gesunder Ernährung. Das hat den Schülern sehr viel Spaß bereitet, ein Standardthema, das auch das dritte Jahr jetzt schon erfolgreich gestartet wurde, in der 5. Klasse, ist, wie kann ich mit Hilfe der Mathematik meine Weitsprungergebnisse verbessern. Also das habe ich mir angeschaut, finde ich einfach klasse, wie das abläuft und die Schüler sind auch begeistert. Und da ist halt sozusagen für zwei Fächer hier kombiniert eine ganze Woche zur Verfügung gestellt und zum Abschluss wird dann die Präsentation auch bewertet und geht als Fachnote ein. Also das finde ich so eine Form von Unterricht, die auch von den Schülern sehr gut angenommen wird. Auch bei den häufig stattfindenden Schülerexperimenten im hervorragend ausgestatteten Chemielabor zeigen die Schüler ein hohes Maß an Interesse und Selbstständigkeit. Durch Kooperationsbeziehungen der Schule lassen sich viele Aufgaben noch praktischer lösen und gewähren dem Nachwuchs Einblicke in Forschung und Wirtschaft. Die Schüler nutzen Kontakte zu BMW, zur Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur, zur Universität Leipzig, zum Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und zu weiteren Unternehmen in der Region.
Dort werden sie zum Beispiel im Rahmen der besonderen Lernleistung einer wissenschaftlichen Jahresarbeit während der 11. Klasse an Forschungsprojekten beteiligt. So werden Persönlichkeitseigenschaften wie Teamfähigkeit, Eigeninitiative und Problemlösefähigkeit entwickelt, die als personelle Ressourcen nötig sind, um den späteren beruflichen Erfolg des Einzelnen mitbestimmen. Und die Förderung zahlt sich aus. Jedes Jahr bringen Dutzende Ostwaldianer nationale und internationale Auszeichnungen mit nach Hause. Egal ob Mathematik-Olympiade oder Jugend forscht, die Leipziger sind immer ganz vorne mit dabei. Doch auch bei Fremdsprachenwettbewerben oder sportlichen Wettkämpfen kann sich die Ostwaldschule sehen lassen. So erreichte man im Rahmen des Leipzig-Marathons dreimal in Folge den ersten Platz der Schülermarathonstaffel. Besonders stolz ist man auf das erste europäische TSA-Team, das sich seit vielen Jahren in den USA beim Wettkampf der Besten erfolgreich durchgesetzt und stets vordere Ränge belegt hat. Auch im kreativen Bereich können sich die Schüler realisieren, wie zum Beispiel in Chor und Orchester. Besuchen Sie doch mal eins unserer Konzerte oder schauen Sie beim jährlichen Tag der offenen Tür im Frühjahr vorbei. Weitere Informationen zur Schule finden Sie auch auf der offiziellen Schulhomepage.